First World Problems. Wir haben nicht genug Platz. Das ist wirklich ein First World Problem. So, jetzt darf ich mit anderen steuern hier. Wo müssen wir denn hin? Was, da wo wir gerade schon mal waren, na super. Ja. Unter der Brücke durch. Wow, 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 wow. Und dann zu den Häusern hoch. Ja. Ich muss doch hier hoch, sonst komme ich nicht weiter, oder? Ja, passt schon. Hinten rum halt. Jetzt immer mit der Kirche ums Tor. Ach so. Ja, stimmt, hast recht. Wow, Schwachsinn. Wow, das ist ein explosives Fass, da kann ich gerade nicht hinfahren. Wow. Rein gehabt. Lol. Ach, aussteigen, das bringt nichts. Pass auf. Was denn? Die explosiven Fässer, direkt unter deinem Arsch. Maybe. Ich zerfetz einfach mal die Racks. Ich glaube, wir müssen irgendwie hoch. Habe ich so das Gefühl. Ah ne, da drüben liegt's auf der Seite. Er schießt gerade was auf uns. So, müssen wir wieder weiter. Nee, wir müssen. Doch? Ja. Nee, wir müssen ein Stück zurück. Ja, wir müssen weiter, also weiterfahren sozusagen. Ja, das ist ja gleich hier um die Ecke. Ach so, stimmt. Stimmt. Ich nehm dich mit. Doch, da ist ein Vieh. Ja, ganz sinnvoll die automatische Zielhilfe einzuschalten, wenn ich oben drinnen sitze. Ach, die kriegst du auch angezeigt, ist ja super. Ja. Er hat den Text abgebrochen. Bei mir nicht. Ich konnte viele Textstellen finden, an denen von einem Ereignis die Rede ist, das alle 200 Jahre wiederkehrt. Und ganz oft taucht dabei ein. Hab mich verloren. Brauchst nicht springen, Benny. Möglich, dass damit die Kammer gemeint ist. Moment mal. Aber oh, bei mir hat's nix abgebrochen. Ich hab's gerade bis zum Ende gehört. Naja, das ist keine Ahnung. Also der Ton war dann halt. Oh fuck, ich bin abgesprungen. Warum? Du bist ein Held. Du bist ja tot. Gegen den Turm. Ah, oder wir müssen den Turm halt kurz plätten. Und wo schießt denn der? Hat mich kurz verstecken können. Sorry, Leute. Deswegen geht's ja hier hoch, Marco, wenn man den Turm plätten soll. Oh, guck mal, was ich hier gefunden hab. Es stimmt alles. Mein Programm hat es geschafft. Programm. Ist geplättet. Das Symbol, das es damit zu tun hat, wie man es öffnet. Ich habe alles doppelt und dreifach überprüft. Anscheinend ist die Kammer massiv gesichert. Aber alle 200 Jahre kann sie geöffnet werden. Sie muss etwas extrem Wertvolles enthalten. Vielleicht noch wertvoller als die Atlas. Sie ist gestört, die Frau. Die hier unten übrigens. Die ist ziemlich gestört. Ja,
hab grad nie auf den Text laut gehört. Ich muss sie finden, finden, finden! Sagt eigentlich schon alles. SMG mit 30 Schaden, 2000. War cool. Geil, ihr seid habt oben gestanden, habt die Kerle dort erledigt, ich stand unten. Abgeben? Ja. Direkt vor den. Ich habe quasi einen neuen Ladyfinger bekommen, bloß ein Weiß jetzt. Finde ich cool. Ab nach New Haven. Gibt's ja eigentlich mal. Ach, fahrt einfach irgendwo hin, wo. Hier ist doch ein Reifen. Eben. Direkt neben dir. Moment mal, nee, hier muss ich doch nicht. Nee, ich muss wieder außen rum. Ja. Na, dap da dap da dap da dam. Reicht aber eigentlich, wenn einer fährt. Marco, dann könntest du theoretisch stehen bleiben. Da oben war noch eine Waffenkiste. Pass auf, du bist gerade direkt über so ein explosives Fass gefahren. Nee, bei mir nie. Doch. Vor allen Dingen brauche ich gar nicht schießen, weil es bringt eh nichts. Achtung, das Auto. Ja, deswegen bin ich gerade ausgewichen. Ich will aber die Waffenkiste haben hier oben. Ja, toll. Deswegen bin ich gerade ausgestiegen. Ganz toll, Benny. Find's super. Hast fein gemacht. Wow. Seid ihr alle so behämmert? Überleg dir, was du jagst! So. Was denn? Schon eine fette Waffe für dich drin. Okay, ist keine fette Waffe drin, sondern nur zwei Weiße. Oh. Schön. Bin hochgeladen, schon ein neues Auto, ey. Wir kämpfen erstmal noch eine Weile. Wir machen das XP. Musst du machen, den kann ich. Wollt ihr den machen oder soll ich ihn einfach umfahren? Den Knall haupten wollen wir eigentlich gerade machen. Da, 2000 XP. Boah, wow, da kommt ja noch einer! Ja, ich hab doch gesagt. Den ich aber nicht mehr machen kann, weil er noch mich, weil der gerade auf mich geht. Oh, da ist noch ein dritter! Ich bin gerade an dem Feuerknall. Ich mach den anderen eben. Ja, da ist aber noch ein grüner. Also ein Gift. Oh, ein Treffer und ich bin tot. Chill, ich kann dich retten. Ich hab grad den Grün mitgemacht. Ey, wie kommen denn hier? Meine Güte. Da kommen noch schon. Wir kommen nochmal zwei Knallharte, immer Schocken, immer Feuer. Mann, Alter. Alter, langsam mal zu schaffen sein. Warum gehen die alle auf mich? Toll. Aber. Hier ist ein Berserker Brandartefakt. Berserker Brandartefakt. Ja. Zieht erstmal die neuen. Da ist noch ein Knallharter. Wieso wechseln der Gruppe plötzlich wieder das Ziel? Das Scheiße. Weil ich mehr Schaden mache. Oh, Dante. Kriegt eigentlich nur der XP, der das Vieh erledigt? Nee, siehst du doch. Immer noch ein Brandartefakt hier. Ist ja schön, dass das da immer noch liegt. Bin aber bis jetzt noch nie dazu gekommen, das aufzusammeln. Wo denn überhaupt? Das Orange da, was da rumliegt. Orange markiert. 7x43, ein Revolver. Hä? Komische Sachen gibt's. Naja, rot ist ja auch fast rosa.
Ich hol's Auto und ich darf latschen, beziehungsweise mich vorher schieben lassen. Ganz toll. Muss ich hier lang? Nee, doch, oder? Nee. Nee, okay, sorry. Leute. Ja, wir sollten uns hier wegbewegen. Ja, ich bin jetzt, ja, noch da. Fahrt einfach. Mann. Hey, ist übrigens auch wieder so ein Teil zum Ding jetzt machen. Cool, das Ding hat übelst zerlegt. Jetzt fliegen sie dir nach. What? Aber das eine Ding hat's gerade übelst zerruppt. Durch einen Raketenwerfer wahrscheinlich. Ja. Ich guck auf das Ding, sind die nicht sehr gut zu sprechen. Kann ich euch beide mitschieben, so ist nie. nee, du, ich fahr einfach mit. Tu die Scheiß aktivieren hier rein. Eben. Gubi kann sich ja notfalls umbringen. Kostet nur ein bisschen Geld und der ist dann auch wieder bei uns. Oder beziehungsweise wir müssen ja bloß da hinten durch. Haha. Schneller. Oh, schneller. Darfst du eigentlich keinem erzählen, was wir machen? Ein Glück, wir das nicht aufnehmen. Ich wollte gerade kurz das was aufnehmen und hochladen. Wie lange nehmen wir eigentlich zwischenlang schon auf? Ich habe es kurz. 2 Stunden, oder? Ich habe es immer kurz, also einmal kurzzeitig unterbrochen, dass dann mal ein Cut drin ist. Mhm. Sonst kann ich nämlich mit solchen Riesendateien nichts mehr. Oh, Moment, falsch. Nichts mehr anfangen. Wollen wir erstmal so ein goldenes Lenkrad? So goldenes Lenkrad, wir müssen nach New Haven das Zeug abgeben. Ach, ehrlich. Ja, ist ja okay. Das scheiß Auto. Hallo, ich will aussteigen. Danke. Verlaufen. Jetzt können sind die ganzen Kisten wieder voll. Ja. Und dann können wir wieder nochmal ein paar Waffenkisten plündern gehen. Wo muss ich das abgeben? Bei wem? Das kann ich dir leider. Ach, hier beim schwarzen Brett hinten, alles klar. Yay. Hier gibt's sogar neue. Nö, gibt's nicht. Achso, ne. Aber wir haben ein SMG bekommen. Die weißen Waffenkisten sind alle auf. Wir haben ein 49er SMG. Mit 80% Zielgenauigkeit. Steh auf einer Lampe, lalalala. Kannst nicht mehr auf jedem Scheiß stehen, Felix, das wissen wir schon. 49er SMG? Nee, auf Männer stehe ich zum Beispiel nie. Ich finde, du kannst. Auch. Also, ich habe so ein blaues SMG bekommen. Kannst eigentlich nicht so viele haben. Blau habe ich zum Beispiel schon mal nie. Okay, na dann hast du es wahrscheinlich nie bekommen. Aber ich glaube, es ist trotzdem nie besser als das, was du hast. Ich habe jetzt 3 Lila, ne? Ja, dann wirst du Lila das bekommen haben. Ich überlege, welches das davon ist. Da gibt es einen brutalen Revolver mit 112 Schaden. Oh ja, ich glaube, der 62er hier. 87 Zielgenauigkeit und 16er Feuerrate, ich glaube, der. Mahlzeit. Schulz. Gibt's einen Raketenwaffen mit 344 Schaden und eine Feuerrate von 3,3? Würde ich mir viel mehr Gedanken machen. Aber mein Schaden ist höher schon. Mein Zielgenauigkeit ist auch höher mit dem, den ich hab. Ich auch gerne, wenn der einem sagt, mit deiner Ausrüstung kannst du nicht viel erreichen, kauf dir was Neues. Aber ich würde behaupten, es ist nie alles. Achso, und Scooter müssen wir auch noch abgeben. Hier steht Massive Rocket Launcher mit 3 Patronen. Ja, und 300 irgendwas Schaden. Aber das ist diesmal ja kein 3-Schuss-Dingens, nee. Oder? Nee. Oh, Level Up. Okay, und ich habe was ist das für eine Pistole? Double Fury. Wow, kann ich mal probieren. Alter Schwede. Ich habe nicht genug Platz.
So, ich habe ein Skilltree fertig. Ich werde wahrscheinlich das nächste Plünderer Skilltree machen. Damit wir mehr Gegenstände kriegen, die fallen gelassen werden. Lol. Juhu. Okay, jetzt kann ich doch schneller schießen, als ich Munition regeneriere. Aber nicht so viel, oder? Moment. Das waren immer 40 Schuss. Gerade. 40? Das sind 40 Schuss und 39, um genau zu sein. Doch, ich kann die leer kriegen, wenn ich bitte rumballere. Du hast aber auch so eine komische, diese komische Kugeln macht, so komische Kreiselkugeln. Ja. Die, ach, die prallt von der Wand ab! Was ist das denn? Mit der kannst du um die Ecke schießen! Kranke Scheiße. Ja. Das Rückstoßverringerung. Nee, hä? Aber das ist, glaube ich, die, die ich durch die Quest bekommen habe. Aber das ist so geil. Und das sind 39 Kugeln durch. Kranker Mist. Aber leider tut das keine Granaten und keine Dinger hier upgraden. Also ich sag mal so, das ist halt übelst heftig, weil der schießt mit einem Schuss zwei Kugeln ab und dann hat er noch eine Schussfrequenz von 15,1. Der Reisende wird mich beschützen, der Reisende wird mich beschützen. Ich hab hier erforderliche Berserkerklasse Level 24. Ja. Plus 22 Teamschaden. Ja. Aber ich nehme die nie. Finde ich nicht geil. So, wo war jetzt eigentlich das Munitionsschöpfchen? Du brauchst keine Munition. Ja, ist mir schon. Ne, doch, für Granatwerfer und Granaten, das krieg ich, nicht durch dich. Granatwerfer haben wir schon mal nie. Doch. Ja, nee, Granaten eigentlich und Raketen. Schon. Nee, Granaten kriegst du nie. Granaten sind ja nie als Regeneration. Ja, Raketen auch nie. 40 Schuss. Das ist so herrlich. Brr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 r
Ich hab doch vorhin schon ein Säurefass benutzt. Ist doch okay. Doch gar nichts Böses gesagt. LOL. Hast du es nie gesehen, dass es schon aktiviert war? Nee. Tja, jetzt hätte ich ja nicht mehr geschossen. Dann Pech. Hey, gibt's noch Munition, falls ich mal Munition kaufen will, und Berserker Class Mod, Soldat, Jäger Class Mod. Was ist ein flinke Händeskill? Flinke Hände, achso, Nahtladegeschwindigkeit Verbesserung, okay. Brauche ich jetzt nicht. Da sind nämlich schon die ersten. Gut, das Ding bräuchte man eigentlich auch nie öffnen. Benni ist eh plus Muni drin. Aber du kriegst dafür XP irgendwann oder die Herausforderung für geöffnete Kisten. Das laufen wir doch nicht. Kugeln ist übelst verwirrend. Glaube ich dir. Alter, du plötzlich überall Kugeln von dir hast. Und vor allem, das sind noch so ein Stunden. Teilen sich herziehen. Nicht schon wieder so eine Säurekristallaufgabe, ey. So ja, langweilig. Doch. Letztes Mal waren Schockkristalle. Genau, diesmal sind Säurekristalle und ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt. Schockkristall, Säurekristall. Alles das gleiche, ne? Ja. Au! Warum ist das so komisch gebaut? Den erreiche ich mit meinem Raketenwerfer gar nicht. Warten das jetzt? Ich schon wieder? Nee. Achso, doch, deine Rocket Launcher Kenntnisse sind besser geworden. Au! Jetzt weiß ich, warum man auf der Konsole so einfach quickscoben kann. Mit einer Zielhilfe kann ich das auch. Wenn ich ranzoome und der automatisch vom nächsten Gegner zielt. Ah, vom Klo liegt drüber Munition. Ja. Abprallt, ey. Ja, hier oben ist was, ne? Wo oben? Was? Wie? Ja, dahinter. Hast du den mal angequatscht? Nee, natürlich nie. Ah, hier gibt's ja, so eine Claptrap-Rettung. Ich schreibe den nie an. Achso. Ja, aber hier hinten läuft ein Schläger rum. Ja, kannst du mal die Claptrap-Rettung auswählen, bitte? Wir müssen mal gucken, wo es ist. Das ist da oben. Wo ist. Weiß nicht, bist du dahinter? Ich glaube, wenn überhaupt eine Waffenkiste ist da rechts oben, die könnten wir uns holen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da rein. Au. Au. Tot. Tot. Was, du? Nee, der. Sorry. Der scheiß Raketenwerfer, ey, der geht mir auf den Sack. Vermöbelt. Eine SMG. Explosiv SMG. Ja, ist 60 Schaden. Nö, 30. Wie gesagt, Explosiv SMG halt noch. Oh, meine Kiste, meine Kiste, meine Kiste. Aber was für Dinger, ey. Vor allem die zweite von links ist heftig. Oh ja! So, oh, 100 Schaden mehr! Alter Schwede! Ist das, aber Ding ist das fett? Ja, ja, hab ich ausgerüstet direkt. Okay. Alter, ist das Ding fett! Das letzte Mal eins mit 100%, nee, 100, nee, 200% Nahkampfschaden, das war gemeiner. Und mit ja, habe ich fast Not zugestochen. Aber halt. Das hat als plus 77% Schaden plus 33% Zielgenauigkeit. Das ist genauer als mein Sniper jetzt, glaube ich. Alter, ist das Ding fett. Ja, war doch gut hier reinzuschauen. So, jo. Claptrap? Ja, hier hoch. Haben wir gerade ausgewählt, Claptrap-Rettung. Müssen uns Reparaturkit holen.
Jetzt mache ich damit mehr Schaden als. Übrigens, ich weiß ungefähr, wo die Gegner stehen. Aber wenn man halt probiert, auf Kopf zu zielen, ist es ziemlich scheiße mit so viel Rauch. Ja. Vor allem, wenn plötzlich so ein Vieh vor dir steht. Das wackelt nur hin und her. No. Hier ist hier eine SMG, 60, 62 Schaden. Aber ich weiß mittlerweile, wenn ich den Raketenwerfer habe, weiß ich mittlerweile, wie ich zielen muss, damit ich die Typen hochtreffe. Noch ein Sniper! Alter, nur für dich, ey. Das ist ja krank. Und ein Class-Mod für mich. Sniper-Rifle bei kritischen Treffer. Nice, nehme ich. Unnormal, ey. Aber jetzt haben wir keine Lebenregeneration mehr. Das ist nicht so gut. Ja, eben. Fokus, Kaliber und Arsruf. Was hast du bei kritischen Treffern? 60% mehr Schaden. Da lass es doch wenigstens mit der Gesundheitsregeneration noch für die Höhle drinnen. So zum Abgewöhnen.